Amen.
Durch sein schmerzhaftes Leiden.
alle Seele sein in den Ozean deiner göttlichen Barmherzigkeit. Amen. Amen. Given us his mercy. Der Herr hat uns seine Barmherzigkeit geschenkt. And when we receive the mercy, we also have to do works of mercy. Also wenn wir die Barmherzigkeit empfangen, sind wir auch aufgerufen, Werke der Barmherzigkeit zu tun. The church tells us two ways, two different sets of doing works of mercy. Und die Kirche lehrt uns zwei sozusagen zwei Päckchen, wie wir Werke der Barmherzigkeit tun können. One is corporal works of mercy. Einmal sind es die körperlichen Werke der Barmherzigkeit. Like clothe the naked, feed the hungry, visit the prisoners, things like that. Wie die Nackten zu bekleiden, die Hungrigen zu speisen, die Gefangenen zu besuchen. In addition to it, the church also asks about spiritual works of mercy. Aber in Beziehung dazu spricht die Kirche auch von den geistigen Werken der Barmherzigkeit. How we can spiritually help one another. Wie wir in geistiger Weise uns gegenseitig helfen können. For example, teaching the ignorant, praying for the others, forgiveness, showing good example. These are all ways in which we can show. Also die Unmündigen zu lehren, einander zu vergeben. Das sind die geistigen Werke der Barmherzigkeit. Okay, so at this moment there is a little exercise. We want all of you to come down. Also wir möchten jetzt eine Übung machen, das ein bisschen praktizieren, und wir laden euch von da oben ein, einmal runterzukommen. Yeah, so we want Pete and Katharina and Luca, everyone to come down, because we need your help. Also wir möchten euch da oben, Katharina, Pete, Luca, Mechthild, Alex, bitten herunterzukommen. Wir brauchen hier unten jetzt eure Hilfe. Okay, so we are actually, you know, using a small group kind of a discussion, group sharing. Also wir bilden jetzt kleine Gruppen, in denen wir miteinander austauschen und etwas teilen. In obedience to God's word. Aber immer im Gehorsam, im Hören auf das Wort Gottes. Okay, the book of Proverbs, chapter 28, verse 13, has this instruction. Im Buch der Sprüche, chapter 28, verse 13. Proverbs. It says, no one who conceals transgressions will prosper. Mm-hmm. No one who conceals will prosper. Conceal means keeping as a secret. I can simply translate. Uh-huh. Yeah. No one who keeps as a secret will prosper. Also niemand, der etwas als ein Geheimnis bewahrt, kann es weitergeben. But one who confesses and forsakes them will obtain mercy. Aber jemand, der es verkündet und der es weitergibt, der wird Erbarmen finden. So all of us go through various types of transgressions in our life. Und wir alle gehen durch solche Formen der des Leidens, der Verurteilung. It may be a difficulty, it may be a, you know, kind of a bad habit, it may be a kind of a struggle, various types of difficulties. Also verschiedene Schwierigkeiten, die wir in unserem Leben durchzustehen. If God is our Father and if we are His children, then we have solidarity for one another.
und vielleicht sind es schlechte Angewohnheiten oder sowas. Aber wenn wir doch Kinder Gottes sind, dann sind wir solidarisch miteinander. Dann können wir einander gegenseitig annehmen mit diesen komischen Eigenschaften. So I want to ask you, request your kindness to do an act of solidarity among our friends here. Und deswegen lade ich euch ein, jetzt dieses Werk der Solidarität untereinander hier jetzt miteinander zu tun. In total friendship and openness, nothing compulsory. Also in totaler Offenheit und Freundschaft zueinander. So we are speaking about confessing our difficulties. Also wir sprechen darüber, unsere Schwierigkeiten zu bekennen. Church does this officially through the sacrament of reconciliation. That is also called a confession. Also die Kirche tut das öffentlich durch das Sakrament der Versöhnung. But this cannot be limited only to that sacramental sphere. Aber das kann nicht einfach nur auf das Sakrament der Beichte beschränkt bleiben. We are also speaking about spiritual progress when we share with each other our difficulty. Also wir sprechen auch von einem geistigen Wachstum, wenn wir miteinander unsere Schwierigkeiten, unsere Probleme teilen, miteinander bekennen. Because the word of God says, when you confess your transgressions, confess your difficulties, you will prosper. Also die Kirche sagt uns, wenn ihr eure Schwierigkeiten, eure Probleme voreinander bekennt, dann werdet ihr wachsen. Your brother or your sister is going to pray for you, going to guide you. Dann wird dein Bruder oder deine Schwester für dich beten und dich führen. When you fearlessly share about yourself, whatever you think can be shared. Und wenn du Angst hast, etwas zu sagen, alles das kann man sagen. With the transparency and the privacy that is necessary for this exercise. Und aber alles mit der Transparenz und mit der Diskretion der Diskretion, die das ist notwendig für diese Übung, die wir jetzt Many haben. Many graces are going to flow into us. Wenn wir das in dieser Art und Weise wirklich tun, dann wird viel Gnade auf uns herabfließen. Okay, the practical part of it, you can say, we divide into groups of three. You can just tell them to choose by themselves. So. Also wir wollen uns jetzt in so Gruppen zu dritt oder zu viert aufteilen. We have about 10 minutes. Das könnt ihr euch selber aussuchen, diese Gruppen, also drei oder vier. Und wir haben 10 Minuten Zeit. What I want you to do is to tell your friend, you'll be two others with you, tell them your difficulty. Also und wozu ich euch einlade, wozu ich euch auffordere, ist ihr, dass ihr diesen Freunden, mit denen ihr dann zusammen seid, wirklich einfach mal eure eigenen Schwierigkeiten oder Fehler oder sowas öffentlich bekennt. It may be a struggle area, it may be an area where you often fall, whatever it be, what the Holy Spirit tells you. Hört, was der Heilige Geist euch sagt. Es mag etwas sein, was eure Fehler, euer schlechtes Verhalten ist oder Fehler, in die ihr immer wieder hineinfallt. We don't need to explain why we fall, but we say, this is my fault. Wir müssen das nicht großartig erklären, warum mir das immer wieder passiert. Wir sagen einfach, das ist mein Fehler, das ist meine Schuld. And Jesus' mercy will come to us through the other two who will pray for us. Und die Barmherzigkeit Gottes wird dann auf dich herabkommen durch die anderen beiden oder anderen drei, die für dich beten. So after all the three have shared, the group can say a small prayer among yourself and then you come back when we call you. Und wenn ihr das dann bei allen dreien gemacht habt, dass jeder einmal in jeder Position war, dann betet ihr ein kurzes Gebet zum Dank miteinander und dann kehrt ihr hier in die Kapelle zurück. So let us be a chiesa in uscita in cammino. Also lasst uns eine Kirche in Bewegung sein. Those who are not able to go out, you please come and be close to them, because some of us are not able to walk, so accordingly you make the decision. Also wenn ihr welche sind, die nicht gut laufen können, dann bilden wir um die herum eine Gruppe und die anderen können sich hier im Haus verteilen. Einer kann in die kleine Kapelle gehen, auf dem Balkon, hier vorne im Raum, unten im Essraum, hinten im Alusianum, in der Aula, überall haben wir Platz. Okay. Also bildet jetzt Gruppen. Grazie, danke schön. Dankeschön, dass ihr euch darauf einlasst. Buona uscita, buona cammino. Einen guten Weg wünsche ich euch. Was?